Willkommen zurück zu Slay the Spire. Heute wieder eine Daily, dieses Mal mit dem Defekt. Wir bekommen 5 farblose Karten. Nee, nur Einfahrt und Lethality. Schauen wir mal. Das ist irgendwie ziemlich schmerzhaft. Was upgraden wir? Ich glaube, wir upgraden Dramatic Entrance. Schaden. Das lief schon besser. Einen der 10 Schaden macht, gleich umhauen. Noch ein Lightning mitnehmen. Discombat. Schauen wir mal. Falls wir teurere Karten mitnehmen. Oh, das ist ungut. Equilibrium. Das gehen wir gleich wieder ab. Dann gibt es eine Heilung. Schauen wir mal. Uff. Defrag, da gibt's gar keine Frage. Nehmen wir mal den... Oh, Self-Repair. Gleich raus damit. Ich
Reinforced Body. Es wird kein Perfekt. Es hätte schlimmer laufen können. Versuchen wir es ohne Upgrades. Ungerne, aber versuchen wir es ohne Upgrades. Holy moly, machen die viel Schaden. Shit. Ach, komm schon. Uff. Ich befürchte, das wird nicht gut laufen. Nochmal ein Defrag. Definitiv. Oh my God. Es läuft definitiv nicht gut. Ich befürchte, da kommen wir nicht weit.
Ach. Und das war's schon. Das ist ja übel. Jetzt glaube ich noch viel weniger, dass er in der 10.000 Punkte hat. Also nochmal. Versuchen wir es mal mit dem Tempest. Die Upgrades sind, glaube ich, wichtig hier. Equilibrium. Equilibrium. Nehmen wir hier einfach mal nichts mit. Dann können wir vielleicht im anderen Shop mehr einkaufen. Das lief definitiv besser. Fokus nehme ich mit. Self-Repair, das läuft genauso wie vorhin. Gleich so weit wie möglich runter. Thank you.
Hm, so geht's natürlich auch. Hm? Schmeißen wir zwei Karten raus. Und zwar... ein Strike und ein Defend. Das ist der Horror. Geht überhaupt nicht. Oh. Ich hab's verkackt. Meine Fresse. Das wird wieder ein 3-Fail-Video. Das ist unfassbar. Ich hasse Certain Future. Upgraden wir mal Ball Lightning. Nichts davon. Wir müssen die Strikes raushauen und dafür Four Lightnings reinziehen. Ich upgrade die jetzt auch mal, vielleicht funktioniert es damit. Equilibrium nehmen wir mit. Das können wir hier wieder abgeben für eine Heilung. Wir machen Ball Lightning mit. Und das blöde Kissen. Nicht gerade ein guter Anfang. Wir müssen gucken, dass wir schadensfrei da durchkommen. Kein Geld für Defrag.
Nichts davon. So, Ball Lightning. Nochmal upgraden. Jetzt haben wir 3. Ich glaube, wir haben nur 4 Strikes, oder? Ja. Schon ein besserer Anfang. Okay. Electrodynamics. So, und jetzt 2 Strikes raus. Ich brauche viel mehr Block, das ist unfassbar. Vögel sind echt anstrengend. Elektrodynamics haben wir schon. Schmeißen wir noch einen Strike raus. Vielleicht funktioniert es mit weniger als mehr hier. Ich kann nicht mal zum Self-Repair spielen. So, Leap. Das ist ungut. Sterben wir zumindest nicht. Das ist die übelste Gratwanderung. Bald schon gespielt. Boot Sequence, auf jeden Fall. Ausruhen. Nichts davon. Ich glaube, das wird ziemlich relic-frei.
Eins, zwei, drei. Go for the Eis kann nicht schaden. Nochmal ausruhen. Noch ein Leap. Matryoshka kommt ein bisschen spät. Self-Repair besser machen. War so klar, dass es genau die trifft. Ein Block, das ist ja der. Das ist ja absolut nicht in Ordnung. Scheiße, Schaden. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Jetzt kommt mein Go for the Eis. What in the world? Na super, da kommt jetzt gleich noch ein Elite, das ist ja der Oberhammer. Och, und den kriege ich nicht geschwächt. Mit seinem beknackten Artefakt. Das war's. Keine Ahnung, wie man da durchkommt heute. Irgendwie kriege ich es heute nicht auf die Kette. Dreimal verloren in einem Video. Auch gut. Muss man auch mal machen. Und man kann nicht immer gewinnen, wie ich immer sage. Und damit danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne auch ein Abo, gerne auch ein Comment, wenn ihr es geschafft habt, wie ihr es geschafft habt. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.